angeguckt. Und das stimmt wirklich. Und Sylvanas ist halt klar, ne? Plus natürlich, wenn so ein großer Zergschwarm reinkommt, du machst ein W inmitten von dem Schwarm und das W spreadet sich einfach, ne? Ja. Auf die ganzen Zerg, ja, das ist schon stark. Und Leoric, auch sehr hohe Winrate auf der Map, ne? Okay, wieso das? Ja, weil der da wieder kommt, wo der, also den farmst du am Schrein ab. Und theoretisch kommt er da wieder, ne? Also. Ja, Ist ja okay. oft so, dass die rotieren. Also, weißt du, dass du hast einen eingenommen und dann rotierst du mit deinem Team nach oben. In dem Moment ist der aber, wenn du oben bist, ist der fast unten schon wieder da und tappt unten. Ja, gut, das Und stimmt das ist natürlich. richtig nervig. Weil da einfach immer, weil der Weg ist schon recht lang, ja, zum Schrein hin, wenn du tot warst. Ja. Ach, du bist der Tracer. Ja. Oh Ja, ich Gott, der dachte, kleine ich Tank. kämpfe mich da jetzt ein paar Runden mal durch. Das hat gestern so gut geklappt. Ich habe ja immer gesagt, Tykes und Tracer sind die einzigen, die ich nicht kann. Aber vielleicht kann ich es ja mal ändern. Da liegt eine Mine drin, ne? Vom Armaturm. Wo sind denn die alle? Der Gaslow pusht unten schon, weil dem langweilig ist. Ach, schon eine Aurea. Hier, das ist alles voller Minen, ja, pass auf. Ja. Okay, hier ist wieder alles voller Minen. Ach ne, das ist unser. Gaslos abgefahren worden. Oh, Leben für den Pool, ne? Ach, Gaslo gegen Gaslos hier. Boah, die Türme, die ballern mich ganz schön runter, ey, krass. Tausenddreihundert Leben ist nicht viel. Okay, das ist keine gute Kombo mit Tracer. Dauert zu lange. Ja, die macht halt nicht viel Schaden, ne? Nur so ein bisschen immer. Oh, just in time, ne? Viel. Warte, bleib mal hier, bleib hier. Dreht sich ja mit einem Crew schon fast wieder voll. Scheiß Gaslow-Türme. Gaslow ist auch scheiße. Ja, der Gegnerische stellt wenigstens Dauer, ne?
Und so macht man Laser. In die Mitte. Guck dir das an, ey. Gibt's noch fast gar nichts. Ja. Ich brauche schon 3 komplette Magazine, um so einen Turret kaputt zu schießen, ne? Gastro-Turret? Ja. 3 komplette Magazine. Er macht das gut, er legt die immer hier hin. Mal den Weg. Geh lieber durch die Mitte, da sind wahrscheinlich wieder Bomben. Ich hab grad schon ein Dingens hier durchgelaufen da. Boah. Nein, ich hätte die so holen können, aber wegen den scheiß Minen überall. Zu low. Krieg ich von nix Energie, ey. Das ist ein fürchterliches Team. Ja. Probier's mal mit Jaina. Auch noch weg. Ja, ne? Gaslo Copy läuft. Ich meine, wer braucht schon eine doppelte Jaina? Ja. Ich hab gehört, das wäre gut, also besser ja, nicht. Ja, besser nicht, ja. Weil den Gegner ja eine Chance geben. Richtig, man muss es ja spannend machen. Mit dir mache ich Schluck.
komm, Jaina, setz doch einen Blizzard da drauf. Ey, sag mal. Thrall abbauen. Oder den. Das ist auch so krass, ne? Irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, wenn man so einen Gegner abholt, da ist sofort der ganze Support da. Aber man selber kriegt irgendwie selten mal Support von Randoms. Aber das Gute ist, unsere Dudes konnten da jetzt alles fertig machen. Ja. Das stimmt. Und schon wieder Gaslow-Copy. Ja, doppelter Gaslow. Ja. Ja, und die haben einen doppelten Fallstat. Lol. Ach, das war der Copy auch. Ja. Jaina macht allein das Hardcamp. Kann das noch schief gehen? Erstmal top das Ding in Deffen. Oder willst du in der Mitte die abholen? Ja. Boah, Scheiße. Boah, Jaina, treff doch mal dann Scheiße auf Frost. Copy, copy. Ja. Das nicht mal eine Vorlage war. Was? Mit der Ulti und dem einen Linke. Gut, dass ihr dann draufgegangen seid, Jaina und du. Ich hab zum ersten Mal Jaina gekopiert. Nice. Der Carbatur von denen ist gut. Der legt immer noch richtig die Mühe. Gib dir mal Attack Speed, ja? Guck, mir? Ja, von mir aus. Das ist eigentlich ganz gut game. Geht das gut? Ja. Stand. Das ist das erste Mal, dass wir mitpushen können, ne? Ja.
Das Schwierigste bei Tracer finde ich, dass ich mir den Aim-Move abgewöhnen muss. Ja. Das funktioniert gut, ne? Mit dem Vorher. Das ja, ja, ja. Seitdem komme ich auch klar. Seitdem ich den Tipp bekommen habe. Naja, ich kannte den vorher auch nicht. Sagt da mir auch keiner sowas. Was mach ich denn hier? Weiß ich nicht, aber ich hab'n Thrall geholt. Ah, hier komm. Attack Speed. Jetzt bist du außer Range. Ah, ich wollte den unbedingt haben, aber naja. Kurz Pool. Oh. Ja, geil. Sie kommt weg und ich nicht, oder was? Ach, hat der auch Attack Speed geskillt? Keine Ahnung. Ach, zwei Leute konnte ich nur holen. Aber. Nee, hat er nicht. Der Abatur von uns? Nee. Ja. Hab ich direkt geguckt. Direkt geguckt bei Level 4. Hey. Slow, Junge. Ah, der ist leider nicht so gut von uns. Ah, ich bin auch nicht gut mit Tracer, ne? Ich habe die jetzt 4-5 Runden gespielt, aber seitdem das mit dem Rechtsklick ist und ich mir so ein bisschen abgewöhnen kann, immer A-Move zu machen, läuft schon deutlich besser. Ja, war bei mir auch so. Vorher war die für mich auch quasi unspielbar. Ich dachte gerade, hä, wieso läuft der in die falsche Richtung? Wieso ist denn der reingelaufen? War da einer von uns? Nee, da war die Mob-Wave, die der irgendwie noch kaputt machen wollte. Ja, jetzt geht das auch mit dem Stacks besser. Mit dem Attack-Speed. Boah, die hat den noch gerettet! Unfair! Hast du das gesehen? Der Thrall wäre tot gewesen, ey. Aber das ist ein knappes Ding. Junge, Junge. Easy. Gaslo plus Camp, ne? Oh. War auch ganz knapp.
es läuft schon besser jetzt. Oh, der Falstad. Nächste Opfer. Ja, jetzt noch ein bisschen. Der möchte nicht spielen, ne? Wieder Doppelgastler am Start. Hoffentlich legt er wenigstens Power ohne Ende. Unsere Leute wollen nicht beenden, wollen lieber noch Camps machen oder was macht der Gast? Scheint so, ja. Wer hätte das gedacht? Ja, AFK-Pushen wird belohnt, ne? Ja, stimmt. So ist das System ausgelegt. Ich bin nicht mal dabei. Ich bin nicht mal dabei. Du auch nicht. Nein. Wie gesagt, in die Tower laufen oder sinnlos feeden wird belohnt mit Damage. Damage soaked. Und AFK pushen wird belohnt. Jo.